Du willst jederzeit flexibel und ohne Verpflichtung lossurfen können? Dann ist das O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespaket genau das Richtige für dich. Herzlich willkommen auf dem O2 My Service Kanal. Ich bin Nils und heute erfährst du, wie du dein O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespaket aktivierst und in Betrieb nimmst. Als erstes zeige ich dir, was du mit dem Paket bekommst. Du bekommst immer diesen Umschlag mit deiner SIM-Karte für dein O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespaket. Hast du dieses ohne Hardware bestellt, bekommst du nur den Umschlag ohne Karton. Ich habe hier heute das Bundle mit dem mobilen Router ZTE MF920U. Es gibt auch noch weitere Varianten, zum Beispiel mit Tablet. Ganz wichtig, der Ablauf ist immer der gleiche. Los geht's mit der Aktivierung deines O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespakets. Nimm dafür den Umschlag und klappe diesen vollständig auseinander. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Auf der linken Seite findest du nochmal die Aktivierungsanleitung zum Nachlesen. Unten in der Mitte dann das Wichtigste, deine neue SIM-Karte. Auf bzw. in der Kartenhalterung befinden sich folgende Dinge: deine PIN- und PUC-Nummer, dazu die SIM-Karte selbst, vorgestanzt als Triple-SIM, je nachdem, welche Größe dein Gerät benötigt. Der ZTE-Router, den ich heute zeige, benötigt die mittlere Größe, die Micro-SIM. Darunter findest du außerdem noch die SIM-Karten als auch die Mobilfunknummer. Beides brauchst du gleich bei der Aktivierung. Auf der rechten Seite im Umschlag findest du dann noch, ebenfalls zum Nachlesen, den Ablauf zur MeinO2-Registrierung. Auf der Rückseite des Umschlages sind dann noch deine Tarifinformationen sowie das Produktinformationsblatt hinterlegt. Zur Aktivierung brauchst du jetzt ein internetfähiges Gerät. Gehe im Browser deines Gerätes zum Start auf o2.de/aktivieren. Gib hier als erstes die eben gezeigte 19-stellige SIM-Kartennummer und anschließend die Mobilfunknummer der SIM-Karte ein. Entscheide jetzt noch, ob deine Karte automatisch aufgeladen werden soll. Falls nicht, gehe auf Weiter ohne Aufladung. Trage im nächsten Schritt deine persönlichen Daten ein und bestätige mit Weiter. Im letzten Bildschirm bekommst du nochmal eine Zusammenfassung. Wenn alles stimmt, klicke auf Tarif kostenpflichtig bestellen. Keine Sorge übrigens, es entstehen keine Kosten, dein Paket hast du ja bereits im Voraus bezahlt. Der letzte Schritt der Aktivierung der Karte ist die Identifikationsprüfung. Wir empfehlen die Sofortidentifizierung per Smartphone, damit du deine Karte gleich nutzen kannst. Alternativ kannst du dich auch schriftlich in der nächsten Postfiliale identifizieren. Sobald du deine Identifizierungsbestätigung erhalten hast, kannst du die SIM-Karte einlegen und lossurfen. Beim mobilen Router ZTE MF920U wird die SIM-Karte links auf der Unterseite mit der goldenen Seite nach vorne zeigend eingelegt. Halte anschließend rechts daneben die Ein-Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Der Router ist gestartet, wenn alle Kontrolllämpchen kurz angehen. Solltest du weitere Hilfe bei der Einrichtung des Routers benötigen, findest du das dazugehörige Video im Beschreibungstext als auch am Ende dieses Videos verlinkt. Als letzter Schritt folgt jetzt noch die MeinO2-Registrierung. Damit kannst du dein O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespaket jederzeit bequem selbst verwalten. Ich führe diesen Schritt jetzt auf dem Smartphone mit der MeinO2-App für Android und Apple verfügbar durch. Du kannst die Registrierung aber auch im Web unter o2.de/registrieren durchführen. Öffne jetzt die MeinO2-App und klicke dort auf Jetzt registrieren. Gib als erstes die Mobilfunknummer deiner O2 My Prepaid Internet to Go Jahrespaket SIM-Karte ein. Anschließend erhältst du ein vorläufiges Kennwort per SMS. Bei dem mobilen Router von ZTE rufst du diese über die Routeroberfläche ab. Bei Fragen hierzu hilft ebenfalls das vorhin erwähnte Einrichtungsvideo zum Router.
Lege anschließend dein persönliches Kennwort fest und bestätige ein letztes Mal mit Weiter. Super, damit ist auch die MeinO2-Registrierung abgeschlossen. Hier siehst du jetzt jederzeit deinen bisherigen Datenverbrauch, kannst Prepaid-Guthaben aufladen oder Datenvolumen nachbuchen. Das war's auch schon. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinem O2MyPrepaid Internet2Go Jahrespaket. Erzähl uns gern in den Kommentaren, welches Paket du dir gekauft hast. Dazu würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch hinterlässt und die Glocke aktivierst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Nils.